Jo Leute, was geht? Web on One ist am Start. Ja, und ich befinde mich hier in irgendwo, mitten im Irgendwo. Mitten im Nirgendwo, egal. Schloss Höven ist hier um die Ecke. Eigentlich wollte ich mich hier mit einem Torge Club treffen. Der fährt nämlich ein sehr schönes Motorrad, was ich gerne für euch getestet hätte. Leider hat er auf dem Weg hierhin einen Unfall gehabt. Ich konnte nicht auf mein Handy gucken, deswegen habe ich es erst gesehen, als ich ankam. Alles Gute an dich, Digga. Es ist nur ein Blechschaden, also ihm geht's gut soweit. Aber schade. Deswegen alles Gute für dich. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, ich teste ja die ganze Zeit Motorräder für euch. Ne? Die KTM, die Z900 oder was habe ich noch getestet? Genau, die Aprilia. Da kommen ja noch einige auf jeden Fall hinzu in Zukunft. Mehr will ich dazu nicht verraten. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, als Vergleich müsste ich ja eigentlich mal meine Karre zeigen. Ich habe immer mal wieder so Walkarounds vor einem Jahr oder so gemacht. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Review von vorne bis hinten, so wie es sich gehört. Und wenn ihr wisst, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, jetzt kommt erstmal ein Pörnchen. Das ist die Kawasaki Z1000, Baujahr 2012 bzw. Ende 2012. Ist noch aus der letzten Charge quasi, bevor die neue Z1000 kam. Die ich übrigens auch noch auf der Liste habe, um für euch Probe zu fahren. Ich hoffe, ihr seht mich komplett. Ich bin ja so ein Riese, die Karre ist so klein. Hier ist ja relativ wenig noch original. Also ich habe Spiegel gemacht, die Griffe sind gemacht, die Hebel sind gemacht, die Griffe sind gemacht, die Spiegel sind gemacht. Das Windschild, ich werde euch auch weitestgehend alles in die Videobeschreibung packen, weil ich oft ob das Windschild angesprochen werde, wo ich das her habe. Das war schon an der Karre dran, ich habe es aber gegoogelt, gibt es bei eBay. Schau ich alles unten rein. Natürlich keine Werbung, das ist kein Werbevideo, hier ist nichts gesponsert, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann habe ich so ein bisschen die roten Applikationen, habe ich alle selber gemacht. Alles selbst irgendwie, also die kann man auch bei eBay kaufen, die Sticker, die kann ich auch unten reinpacken, einfach mal, wenn ich die wiederfinde. Rote Stripes einfach nur aufgeklebt. Hier, das war am aufwendigsten eigentlich, dafür selber eine Schablone anfertigen, ausschneiden und dann nochmal vernünftig draufkleben. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben keine speziellen Bremsen wie jetzt bei den ganzen anderen Karren. Das ist aber eine Z1000 mit ABS, wie man hier sieht. Das war mir wichtig, dass ich auf jeden Fall ABS dabei habe. Aber wie ich gerade sagte, bei den anderen Karren habt ihr ja Brembo, Bremsanlage, was weiß ich, mögliche. Nee, das hier ist ganz standardmäßig Tokiko, keine Ahnung, Tokiko, weiß ich nicht. Ist nichts Spezielles, nichts Dolles an Brems- oder Fahrwerk drin. Bisher bin ich super zufrieden mit dem Fahrwerk. Ich würde auch sagen, achso ja, zur Modifikation vielleicht noch zu sagen, Exil Hyperlow, im Porno habt ihr gesehen, ach, im Pörnchen meine ich natürlich. Im Pörnchen habt ihr gesehen, dass noch ein Acra dran ist. Der Acra war ganz am Anfang dran, aber da kam kein Sound bei rum. Da habe ich mir gedacht, nee, gib es nicht. Es ist gut warm, Leute. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Was ich noch geändert habe, ist genau den Lenker. Das ist ein Magura SX. Der ist ein bisschen flacher, ein bisschen breiter. Also ich sitze jetzt noch ein bisschen steiler. Das seht ihr gleich. Ich werde mich mal drauf hocken. Und ich habe dann das Tachoglas geändert. Das seht ihr jetzt hier durch die GoPro. Ne? Tachoglas habe ich geändert. Hier ist eine Folie drüber für... Ihr wisst wofür. Ich hocke mich einfach mal drauf. Ach, da fällt noch ein dunkler Blinker, haben wir hier vorne auch. Montagevideo dazu gibt es auch hier oben rechts. Ich hocke mich einfach mal drauf. Die ist relativ klein, muss ich sagen. Ihr seht jetzt schon, ich stehe auf dem Boden und komme mehr als gut auf den Boden. Aber ich habe hier perfekt Platz. Ich kann meinen Fuß hinten am Auspuffhalter drauf abstützen. Fast schon hier oben. Ich habe so Monsterfüße einfach, dass ich hier fast an die Sozius-Fußraste rankomme. Sieht sehr eng aus, ist aber gar nicht so eng. Also ich komme damit super klar. Ich habe hier noch 4 Finger breit. Habt ihr den Hund gehört? 4 Finger breit.
habe ich hier noch Platz. Ich komme hier super, also der Tank ist auch echt okay. Es ist angenehm zu sitzen. Wenn ich hier drauf hocke, gibt es je nach Position, sieht es manchmal aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Aber ich bin eigentlich echt zufrieden mit der Karre. Zu dem Reifen ist zu sagen, das ist ein Bridgestone Buttlux S20 Evo. Bisher war ich mit dem super zufrieden, gar keine Probleme gehabt mit dem Reifen. Aber mittlerweile, wo ich jetzt so verschiedene Motorräder mit verschiedenen Reifen fahre, habe ich gemerkt, es gibt auch noch geilen anderen Stuff. Und bisher muss ich ganz ehrlich sagen, not sponsored, aber der Sportsmart TT von Dunlop, der hat mich bisher echt überzeugt. Ich habe mich aber noch nicht schlau gemacht, ob es den für meine Karre gibt und ob es den auch mit dem 160er Reifen gibt und so. Aber so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt noch zu der Karre, wie hast du das gemacht oder wo hast du das her etc. Zum Beispiel das mit dem Tachoumbau, da gibt es ein extra Video, das werde ich auch nochmal hier verlinken. Da erkläre ich, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wo ich das machen lassen habe. Das ist nämlich nicht so leicht. Standardmäßig ist das nämlich so ein richtig hässliches orangene Scheibe. Die musste einfach weg. Ja, ich würde sagen, wir schwingen uns mal aufs Bike. So, was ich ganz vergessen habe, während ich mich hier fertig mache, haue ich mal die technischen Daten rein. Irgendwie vergesse ich das immer. 140 PS haben wir hier. Ist vollkommen ausreichend für den Autonormalverbraucher. Sie hat so ein, zwei kleine Kinderkrankheiten. Das hat aber irgendwie die ganze Reihe von der Z1000 von 2010 bis 2012. Ein bisschen noch 13. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts da liegen lassen. Und zwar das Starten zum Beispiel. Ich mache mal Helm zu. Wenn sie startet, dann muss man oft den Startknopf lange gedrückt halten, weil beim ersten Mal startet sie nicht. Sie braucht irgendwie so zwei Anläufe. Warum das so ist, weiß ich nicht. Habe ich seit dem Kauf, habe ich gegoogelt. Ist anscheinend bei manchen Modellen einfach normal. Stört mich auch nicht wirklich, aber ein bisschen länger Gas geben. Zum Fahrverhalten. Das Fahrwerk finde ich sehr straff. Man kann das ja immer noch selber ein bisschen einstellen bzw. einstellen lassen besser. Habe ich bisher nicht gemacht. Der Vorgänger hat es einstellen lassen und war ein etwas fülligerer Mensch. Deswegen dachte ich mir, okay, vom Gewicht her dürfte das passen. Aufgrund meiner Größe. Muss ich aber sagen, ich kriege ja immer wieder die Frage, hör mal, du bist ja auch so eine Sitzriese. Bleib mal bitte drüben, Mutti. Du bist ja auch so ein Sitzriese, welche Motorräder kannst du empfehlen? Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass ihr wisst, wie ich drauf sitze, wie die Sitzhöhe generell vom Motorrad ist. Ich sitze hier sehr gut drauf, ich bin hier mit bis zum Schwarzwald gefahren, 500 Kilometer Autobahn, keine Probleme, wurde nur irgendwann langweilig, aber ich habe hier wirklich keine Probleme. Fahrwerk, wie gesagt, ist angenehm straff, nicht zu weich, muss ich sagen. Also für mich ist wirklich gut, ich habe mich natürlich jetzt auch dran gewöhnt, ne? Ich fahre die jetzt seit drei Jahren. Ich glaube, das ist meine dritte Saison jetzt. Hallo. Sie wird auch liebevoll im Internet die Kilo Z genannt, weil sie sehr schwer ist einfach. Vor allem mit ABS. ABS wiegt ja auch noch mal ein bisschen was. Und sie ist auch sehr, also man, wenn man mit ihr in die Kurven fährt und auch tief in die Kurven fährt, muss man viel arbeiten, finde ich. Andere Z1000-Fahrer bitte ich jetzt mal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr die Kurvenfahrt empfindet. Ich finde, es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, ne? Also ziehen, drücken, sich mit dem Motorrad richtig runterlehnen, ne? Wir können das jetzt mal hier machen, einmal so. Hier kann ich ja mit der richtig mal Knallgas geben jetzt, weil ich die Maschine kenne und weiß, wie sie funktioniert. Also ich muss sagen, wie gesagt, wenn man ein bisschen Kraft aufwendet, sich ein bisschen mit dem Motorrad auseinandersetzt, da reinarbeitet, dann kann man sehr schön die Kurven fahren. Oh, ist das eine tolle Kurve hier. Alter Schwede. Nice. Bisschen auf den Gegenverkehr gekommen. Muss man natürlich darauf achten, dass das nicht passiert. Uiuiui, wunderschöne Kurven hier. Ich muss auch sagen, der Buttlux S20 Evo gefällt mir einfach super gut vom Grip her. Also ich hatte bisher noch keine Probleme. Ich hatte mal einen ganz kleinen Highsider, aber das war, glaube ich, da war ein Schlagloch oder irgendwas, was mich ein bisschen aus der Kurve gezogen hat. Aber alles gut, man kann ja nicht sagen, dass man einen Highsider fängt, aber es ist alles gut gegangen. Die hat mich ein bisschen rumgeworfen auf dem Motorrad, aber alles in Ordnung, alles gut. Stört euch nicht an dem Tankrucksack, den musste ich leider mitnehmen, da ist all mein Kameraequipment jetzt drin. Ich bin hier mitten im Nirgendwo, ich habe keine Ahnung wo lang, also wir fahren einfach, der Weg ist das Ziel, wir fahren aber geradeaus. Sehr viele Fahrradfahrer heute unterwegs. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also soundtechnisch sind wir hier zwar, wir sind schon bei Euro 4, genau, stimmt ja. Wir haben schon die Euro 4 erreicht mit dieser Maschine. Die hat schon diesen dicken Sammler unten drunter und noch fette dB-Killer in den Auspuffen. Ich muss aber sagen, der Acra war ohne dB-Killer sehr schön, aber illegal.
Jetzt habe ich den Exil, der ist ein bisschen kürzer, der kann weniger dämpfen. Das war so meine Theorie dahinter. Und es ist auch so. Ich habe den jetzt seit einem Jahr dran, den Exil, und ich muss sagen, der hört sich sehr, sehr schön an, sehr dumpf. Und da kommt auch mal was raus. Der ist nicht so leise. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Auspuff sind und Sound und sowas, habe ich mir überlegt gehabt, machen wir einfach mal ganz kurz hier an der Bushaltestelle einen Soundcheck. Habe ich nämlich gerade im Stand, beim Stand-Review quasi vergessen. Also Exil Hyperlow, machen wir auf ein bisschen. Hört sich gut an. Und jetzt hauen wir hier ab. Lenkerumbau wegen den Highsider-Spiegeln muss nicht sein. Ich hatte vorher zum Beispiel einen Standardlenker und die waren auch unten, die Spiegel. Ich hatte nur das Problem, wie ihr seht, das Knie kommt sehr weit nach vorne bei mir hier. Bedeutet, wenn ich beim Lenkeinschlag, beim Rangieren oder langsamen Rangieren auf dem Motorrad, dass ich den Spiegel weggedrückt habe mit meinem Knie und der dann irgendwo da vorne hing. Deswegen musste ich die nach oben machen eine Zeit lang. Aber jetzt durch den breiten Lenker habe ich da keine Probleme mehr. Das heißt, Leute, die ein kürzeres Knie haben, also weiter hinten das Knie sitzen haben, die werden keine Probleme damit haben, ohne Lenkerumbau die Highsider anzuschrauben. Was gibt es noch zu sagen? Sie frisst extrem viel Sprit, muss ich sagen. Also ich bin aus der Truppe der Erste, der tanken muss. Egal wie ich sie fahre. Also Schwarzwald war echt krass. Also ich habe alle 200 Kilometer musste ich tanken. 200, 250 Kilometer musste ich tanken. Ist schon happig, finde ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr mit der Tankfüllung kommt. So, zur Leistung. 140 PS, Newtonmeter weiß ich nicht. Habe ich ja gerade in den technischen Daten angezeigt. Also ich bin vollstens zufrieden. Ich muss sagen, es ist echt ausreichend. Klar, mehr geht immer, aber ganz ehrlich, man muss dann auch immer überlegen, braucht man es nicht. Ich komme mit den 140 PS super klar. Ich kann schön unten raus beschleunigen. In hohen Gängen habe ich auch immer noch genug Druck und so. Ach, guck mal, wir fahren jetzt mal recht. Also ihr merkt, die Leistung ist da. Der Sound ist auch sehr schön, finde ich. Ein typischer Vierzylinder. Bin ich sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schon zur Leistung alles gesagt habe. Also wie gesagt, 140 PS sind vollkommen ausreichend. Obenrum kommt die nochmal richtig, hat die nochmal richtig einen derben Schub. Was richtig geil ist auf der Autobahn. Höchstgeschwindigkeit von dem Motorrad sind angegeben, glaube ich, 260. Das Höchste, was ich geschafft habe auf der Autobahn, waren mal 251. Aber dann hat der Lenker angefangen zu wobbeln und dann bin ich halt vom Gas runtergegangen, weil ich keinen Bock hatte, dass das hier mir alles wegfliegt. Ja, Leute, wenn ihr noch Fragen habt zu der Karre, sagt Bescheid. Schreibt es am besten in die Kommentare, damit ich es auch lese. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.